freue mich, dass du mal wieder dabei bist. Heute mit einer neuen Runde GeoGuessr. Kennt ihr das Spiel? Ist schon älter. Ist aber richtig cool, wie ich finde. Wir sind jetzt gleich mit Google Street View unterwegs. Und ich muss schauen, an was für einem Ort ich denn bin. Und muss diesen dann auf einer Google Maps Karte anklicken. Und je näher ich dran bin, desto besser. Wie genau das funktioniert, zeige ich euch jetzt sofort. Lasst doch gerne jetzt mal einen Kommentar da, wenn ihr mehr Gaming so in diese Richtung wollt. Und natürlich auch gerne einen Daumen nach oben. Ich brauche euren Support dafür, damit mein Kanal immer weiter steigt. Ihr kennt das ja. Ich würde aber sagen, wir springen jetzt ganz schnell auch einfach direkt ins Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß und los geht's. Und da sind wir auch schon in-game. Wir spielen jetzt einfach mal eine Runde mit EU-Orten, also Europäische Union. Ich bin sehr gespannt, wie leicht das sein wird am Ende des Tages. Wir spielen mal Singleplayer, klar. Und wir nehmen Default Settings. Das bedeutet No Time Limit und Moving Allowed. Das bedeutet, du darfst dich halt mit Google Street View, darfst du dich bewegen. Und du hast keine Zeitvorgabe, was ich bei einem ASMR-Video als sehr, sehr clever empfinde. Start Game und dann erkläre ich euch das so ein bisschen. Also, Europäische Union. Wir können jetzt überall sein. Wir können jetzt überall sein. Und wir müssen versuchen, wenigstens halbwegs uns da in den richtigen Ort hineinzudenken. Und das ist, auf jeden Fall sieht das hier nicht schön aus. Das ist doch, das sind griechische Schriftzeichen auf jeden Fall, das ist Griechenland. Warte mal, wir können mit der Maus, glaube ich, ja nur einen weiter, perfekt. City Hall, Athletic Center, Moment, aber das könnte ja auch Zypern sein, oder? Ich glaube, Zypern hat doch auch die Schriftzeichen. Was haben wir denn hier? Oh Gott, das kann ja keine Sau lesen. Ja, die Straße kann ich auch nicht lesen. Was hast du für eine Klamotte an? Was steht da drauf? 40 oder sowas? Keine Ahnung. Warte mal, da. All mad. Nein, ich kann das da. Was steht da drauf? Momentchen mal, ich muss einen näher ran. Nein, jetzt ist er weg. Nein. Warte mal. Wo haben wir den denn jetzt hin? Okay, das ist typico. Alles klar. Bruder. Ich tippe auf Schalke-Sieg. Das ist gar nicht typico. Das ist Young It. Ich dachte, das wäre typico. Ups. Also, Griechenland oder Zypern würde ich jetzt persönlich behaupten. Aber... Da, Griechenland. Okay, es ist Griechenland. Deco Bay, jetzt haben wir ein Problem. Ich war einmal in Griechenland. Ein einziges Mal auf Rhodos. Und das sah da so nicht aus. Ich würde jetzt fast tippen, wir sind in Athen. Stopp. Das ist so meine Aussage. Stopp. Stopp, KKE. Aber, ups. Das hier wieder kleiner machen. Das ist gleich die Karte, auf der wir dann eintippen müssen, wo wir denken, wo wir sind. Das Ding ist aber, Real Rap, ich finde hier nichts. Nichts, was mich auch nur irgendwie weiterbringt. Da, was haben wir da? Auch nichts. Das ist halt echt sauschwer. Also wir werden es dann so machen, wenn ich das dann wirklich einige Minuten nicht genau schaffe, dann werden wir mal so ungefähr tippen, wo ich ungefähr bin und wir versuchen einfach, ja, so gut es geht, es halt zu machen, ne? Aber wir schauen mal, dass wir hier noch was finden. Wir gehen hier mal weiter, aber ich entferne mich irgendwie von der Straße, wo Schilder sind. Und gehe mal lieber hier weiter. Aber hier sind auch immer weniger Schilder. Ich kann
das halt alles nicht lesen, bis auf Personal Training, Body Art, Pilates, Reformer, Yoga. Aber ich lese hier nirgendwo eine Kon Mapia. Es gibt Kurse, nicht Kon. Was haben wir hier für eine Werbung? Warte mal, hier ist eine Bushaltestelle. Hallo Mutti. Da. Er kann ja auch kein. Da ist Fußball. Warte mal, was ist hier für Fußball zu sehen? Nee, weil das erkennst du auch nicht. Schade, ich hatte echt gehofft, ich könnte hier noch was entdecken. Aber wir gehen noch mal ein Stück weiter. Machen wir noch eine Minute, da muss aber auch gut sein. Oh, jetzt bin ich aber weit gefahren. Da, was haben wir denn da? Kriegen wir den eingeholt? Da, was ist denn mit dem Chicken Nuggets hier? Chick. Das bringt mir nicht viel. Kann ich nie lesen, kann ich nie lesen, kann ich nie lesen, kann ich alles nicht lesen. Ja, okay, pass auf. Ich habe keine Ahnung und da ich keine Ahnung, also Griechenland, okay, dann würde ich persönlich jetzt einfach entweder auf Athen oder, wo haben wir es? Ja doch, ich würde einfach auf Athen klicken, jetzt einfach mal ganz frech. Ich hatte jetzt überlegt, ob ich auf Athen oder ob ich hier auf Saloniki klicke. Aber ich klicke mal mitten auf Athen, weil ich habe keinen Schimmer. No way. Es wäre Saloniki gewesen. Fuck. Aber immerhin kann ich sagen, ich hatte gedacht, Athen oder Saloniki, das ist ja schon mal etwas, aber meine Eltern waren schon da, aber ich, keine Ahnung. Habe ich hier, ich habe da oben noch ein Dingens davon, von Saloniki, so ein Souvenir mitbekommen. So, Primula 100, so, da kommen Schilder. Die Schilder, die werden interessant. Viele Fahrradfahrer, das kann doch nur die Niederlande sein, oder? Moment mal. 1,19 Euro. 1,54 Euro kann schon wieder Niederlande sein, obwohl es ein bisschen günstig fast. Airport, wir sind an einem Airport. Ah, guck mal. Okay, ist nicht die Niederlande. Sturen, Kartu, ja, moin. Ich habe keine Ahnung. Du gehst mal wieder klein, bitte. ST1. Wir fahren einfach mal ein bisschen weiter Richtung Flughafen. I mean, das kann ja nicht so viel schaden. Da haben wir eine. Was ist das für eine Werbung? Mariel Rap, das ist doch. Das ist doch Mist. Das kann ja nicht sein. Guck mal, da kommen wir doch mehr Richtung Stadt. Und wenn wir Richtung Stadt kommen, dann müssten wir eigentlich auch. Was ist das für eine Air Berlin-Werbung? Das ist wirklich Air Berlin, oder? Das ist Air Berlin. What the fuck? Was ist hier los, Air Berlin? Was ist das für eine Sprache? Düsseldorf, Mallorca, Bangkok, Miami, Wien. Was ist das? Erling. Das könnte Helsinki sein, oder? Aber das ist doch kein S. Hier würde ich sagen, es ist ein H. E. H. L. I-N-I. Was? Okay, Leute, also die Sprache sagt mir schon mal gar nichts. Der Fakt, dass das hier eine Air Berlin-Werbung ist und Air Berlin seit einigen Jahren dicht ist schon, macht mir Sorgen, ehrlicherweise. Aber da den A. Vello. Digga, ich. Also mit EU meinten die aber auch echt dann nur das, wo ich keinen Schimmer von hab, ne? Wir fahren mal weiter. Rami rennt. Real Talk, ich habe ja nicht mal eine Ahnung ungefähr. Also, Sonera, Part of Taylor, Sonera. Das klingt so ein bisschen so wie so eine skandinavische Sprache, würde ich persönlich jetzt behaupten, aber auch das kann jetzt ganz gefährliches Halbwissen sein.
Finnland, Finnland. Finnland, okay, pass auf. Das kann doch eigentlich nur hier sein, wartet. Finnland, wo haben wir es? Das kann doch eigentlich dann kann es doch eigentlich nur wirklich Helsinki gewesen sein, oder? Come on, try it. Ich versuch's. Dann habe ich doch richtig gelesen, weil ich hatte eigentlich schon gedacht, eigentlich müsste diese Air Berlin-Werbung doch wenigstens auch die Stadt, in der man ist, drin haben und jetzt hat einen Flughafen, also würde es eigentlich Sinn machen. Perfekt. Nächste Runde. Dann bin ich, das sieht nach den Niederlanden aus, ohne Scheiß. So Reihenhäuser, so diese Straße, Fahrräder, das sieht voll nach den Niederlanden aus. Haben die gelbe Kennzeichen. Aber voll. Rechtsverkehr, also ist nicht England. Moment, ist es. Ja, doch, die kommen mir entgegen. Ja, es ist Rechtsverkehr. Cisco Sport Gleding. Ja, das ist die Niederlande tatsächlich. Moment, ist es das? Ja, doch, das ist doch, ey, das ist doch niederländisch. Oh, es ist nicht niederländisch. Was ist denn hier los? Aber das ist ein bulgarischer Supermarkt. Okay, warte mal. Wir speichern doch, aber das ist ja doch hier. Klar. Ja, okay. Das ist nur ein bulgarischer Supermarkt. Alles klar. Der hätte mich jetzt beinahe komplett durcheinander gebracht. Aber ja, ist Niederlande. Eindeutig. Die Frage ist jetzt nur, wo? Das kann doch eigentlich schon wieder nur Amsterdam sein, oder? Okay, spätestens hier hätte ich es auch jetzt. Den Haag. Den Haag. Perfekt. Okay, pass auf, dann lass mich mal eben nach Den Haag schon mal gehen. Ja, jetzt muss ich kurz überlegen. Den Haag ist wo nochmal? Ladies and Gentlemen, nehmen Sie sich kein Beispiel an diesem Typen, der hier keine Ahnung hat, wo Den Haag ist. Das müsste doch. Jetzt mal ganz logisch gedacht. Also hier ist Harlem, hier ist Sandford, hier war ich schon ein paar Mal. Und hier müsste dann unten. Ach, okay, das ist einfach nur falsche Sprache. Ich Idiot, ja, hier ist Den Haag. Jetzt war ich etwas, ehrlicherweise etwas verwirrt. Wir sind in der Majupstraat. Ja, moin, das ist natürlich jetzt zum Glück gar nicht irgendwie ein Gesuche. Oder was war hier noch für eine Straße? Ich überlege tatsächlich, ob wir jetzt auf die einzelnen Straßen noch gehen sollen oder ob wir lieber mehr machen sollen, nur die Städte. Okay, wir sind hier an einem Spielplatz auf jeden Fall mal. Das bringt mir jetzt aber nicht viel. Wir machen es einfach mal mitten rein. 1,2 Kilometer waren wir schon gar nicht schlecht. Wir machen lieber noch eine weitere Runde, finde ich irgendwie cooler als. Oh, geil! Geil. Da hätte ich direkt Bock drauf jetzt. Jetzt direkt Bock drauf, eine Runde mitzuzocken, ohne Spaß. Das war für mich immer so, wäre so ein Traum, so hast ein schönes Haus oder sowas und dann direkt daneben so ein Fußballplatz. Das sieht fast wie eine. Entweder ist das ein Hotel oder es ist so eine Jugendherberge oder es ist ein Leistungszentrum, wobei das glaube ich eher weniger. Aber es sieht fast so aus, als wenn das zu dem Platz gehören würde. Obwohl, nee, ja, nee. Nein, warum hast du das geschwärzt hier? Artemisia. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber hallo. Guten Tag. Leute, das war jetzt echt ein Spaß, ne? Also bitte, bitte mir nicht irgendwie negativ. Negativ einreden, von wegen, weil ich denn für ein Idiot wäre. Sauf. Ich weiß, ich hab das im Hinterkopf, dass ich das schon mal gelesen habe irgendwo. Entweder ist es natürlich jetzt. Es ist in Frankreich. École, also es ist École ist Schule auf Französisch. Okay, dann ist es wahrscheinlich irgendwo an der
Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich an der Côte d'Azur jetzt ehrlicherweise erstmal hier unten irgendwo. Ich würde jetzt sowas auf Marseille oder Nizza tippen. Wir gucken aber nochmal einen Ticken weiter. Nee, ich wollte eigentlich da zu dem Schild. Place de la Tunisie. Keine Ahnung. Leute, ich hatte zwar viele Jahre Französisch, aber ich habe das. Je m'appelle Daniel. Ça va bien. Bien. Und. Ah, leck mich am Eimer. Das war es dann aber auch schon so ungefähr. Hier sind leider keine Schilder mehr. Hier sieht es nach Wasser aus. Nach einem kleinen Kanal sieht sie aber nur aus. Gibt es denn hier irgendwo? Moment, ich bin in Barcelona. In Marseille eher weniger. Hier gibt es so einen kleinen Kanal. Aber das ist eher so die Ausfahrt. In Cannes. Das könnte natürlich auch. Kann natürlich auch sein. Nizza ist auch möglich. Wir düsen mal noch eine Runde. Tara. Okay, das ist auf jeden Fall geschützt da. Wow. Merci. Aber nichts mit der Stadt, oder? Nee, nichts mit der Stadt. Gehen wir mal nur kurz hier. Was haben wir hier? Hier werden Busse repariert. Das ist doch gut. Das ist der. Walibi Park. Das ist in Belgien, aber. Oder ist der in Frankreich? Oh, Scheiße. Also, den Namen kenne ich natürlich. Oh, Kacke, ist der in Belgien oder ist der in Frankreich, wirklich? Also klar, wir haben natürlich in Belgien. Aber das ist Frankreich. Gendarmerie, also das ist schon Frankreich. Es ist ja in Frankreich. Ich dachte gerade, weil wir haben natürlich in Belgien. Lyon. Perfekt. Lyon ist da, genau. Ich hatte gedacht tatsächlich, das wäre eine Côte d'Azur jetzt. Ich war mir jetzt nicht mehr sicher, wo dieser Park ist. Das Ding ist, was man ja nicht vergessen darf, Belgien hat ja seinen Teil, wo die, also wir haben ja Flandern und Wallonien. Der Teil, den der Niederländisch spricht und der Teil, der Französisch spricht. Deswegen, Lyon, wir haben ja gesagt, wir klicken da drauf. Klicken wir drauf. Passt. 3 Kilometer. Was war das denn hier Geiles, ehrlicherweise jetzt mal? Ja gut, das ist wahrscheinlich das hier, wenn man jetzt noch irgendwie die französische Sprache. Die hatten Lille hier. Hallo. Wenn man jetzt noch die französische Sprache könnte. Okay, kurze Unterbrechung. Ich habe hier irgendwo drauf geklickt und dann hat sie einfach Google Maps geöffnet und alles meint hier Riot zu gehen. Es klingt, das sieht auf jeden Fall geil hier aus, dieser Platz. Das ist halt die Schule hier, okay. Finde ich cool. Next round. Letzte Runde jetzt. Wir haben auch schon deutlich länger gespielt als geplant. So, das sieht erstmal grundsätzlich nicht schlecht aus, diese Fahrt nach oben. Okay, die andere Seite sieht schon deutlich ungeiler aus. Wo sind wir denn hier gelandet? Resident oder sowas, keine Ahnung. Wir gehen mal weiter. Das sieht hier nicht schön aus. Aber das kann sich ja ändern. Aber hallo. Das habe ich keine Ahnung. Das bringt mir nicht viel. Gehen wir weiter. Da haben wir ein Auto. Okay, ja, haben wir so ein Iveco. Der bringt mir aber auch nicht viel. Das sieht wiederum schon ganz geil aus. Wobei nicht ganz so mein Stil. Das sieht für mich schon wieder so nach Südeuropa eigentlich aus. Boulevard. Ich habe keine Ahnung. Was bist du für eine Tante? Darin kann man auch nichts erkennen, leider. Sauf. Schon wieder. Schon wieder Kutas. Aber komm, das sieht schon so nach der Art aus. Also, wenn ich jetzt. Mich würde das jetzt. Oh, das sieht da. Da, guck mal, da sieht man das Meer, glaube ich. Lorraine. Ja, das Ding ist, ich kann mich hier immer nur so an einzelnen Dingern hakeln, die so ein bisschen so wie so eine Sprache klingen. Nee, kann ich auch nicht erkennen. Wir gehen weiter. Also,
gesagt, ist ja egal, wenn wir weiter weg vom Startort sind, weil ist ja egal. Wir machen hier eh auf die Stadt und nicht auf das genaue. Hi, moin. Könntest du mir mal kurz sagen, wo wir sind? An der Residenz Clement Bayard. Keine Ahnung. Der Palmbus. Hotel de Ville. Nett. Hotel de Ville. Es sieht auf jeden Fall hier gar nicht mal so hässlich aus. Orange und weiße Kennzeichen. Haben nicht in Frankreich wirklich beides? Moment mal, das ist ein Schild. Zone 30. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Hier gibt es Citroën. Aber das ist doch nur Frankreich. Enchant. Ja, das ist tatsächlich Frankreich. What the fuck? Nice. Okay. Moinsens, könntet ihr drei mir mal bitte... Haben die eine Maske auf? Ist das jetzt Corona-Zeit? Sieht so ein bisschen aus, als hätte die eine Maske auf, als, ja, so Corona-mäßig. Garage, bla bla bla, mechanisch, Marques, ja, schön Marques, vayamos compañeros, da 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 da. Nizza, da, Aeropuerto, Nizza, nach Cannes. Nach Cannes. Das bedeutet, wir sind jetzt entweder in Cannes oder in Nizza. Aber da der Wagen heißt von Cannes nach Nizza, würde ich sagen, wir sind in Cannes. Ich gucke aber mal eben nochmal. Wir gehen mal schon noch so eine Minute. Gucken wir uns mal die Stadt hier nochmal kurz an. Okay, gehen wir weiter. Lorenzo Le Soleil. Soleil. Mein Gott, Le Soleil. Klingt auch geil. Jetzt hängt es hier komplett. Wir gehen noch ein Stück. Aber ich. Chata, Ani. Okay, Villa de Cannes, ja. Ville de Cannes. Okay. Das ist also Cannes. Es geht von Cannes nach Sylt. De Saint-Tropez. Oder irgendwie sowas ging das Lied. Mein Gott, das ist. Hab ich gehört, als ich klein war. Kann. 1,6 Kilometer, wir waren dann da oben, ja genau, ging hier hoch. Das, also da sah es echt nicht geil aus, dafür, das kann ja eine relativ beliebte Stadt ist, nenne ich mal, View Summary. Leute, wir waren gar nicht schlecht, also Real Talk, wir waren mit 22.345 Punkten echt nicht verkehrt. Ich würde persönlich sagen, dass das Baddeste war, dass wir halt auf Athen geklickt haben, anstatt auf Thessaloniki. Aber sonst war es okay, würde ich sagen. Und deswegen würde ich auch sagen, für heute war es das mit dem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video soweit ein wenig gefallen. Wenn ja, lasst es mich gerne wissen, ob ich mehr davon bringen soll. Und ja, übrigens, ich müsste theoretisch wieder zum Friseur, aber Corona lässt es nicht zu. Und deswegen wartet ein bisschen ab. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche dir noch einen schönen Morgen, Mittag oder auch Abend. Bis zum nächsten Mal. Hau rein. Ciao.